Schön, dass ihr da seid. Pressegespräch vor unserer Partie am Samstag im Hartwaldstadion gegen den SV Sandhausen. Das Spiel ist noch nicht komplett ausverkauft. Allerdings sind sämtliche Gästebereiche ausverkauft und auch sämtliche neutralen Bereiche. Wir rechnen in Sandhausen zusätzlich zu den etwa 4.000 Tickets, die wir hier verkauft haben, mit weiteren 3.000 bis 4.000 Lautern, also 8.000 Fans im Hartwaldstadion. Es gibt nur noch Tickets in den Heimbereichen, in den Blöcken A1, A2 und A3. Und wie uns die Kollegen aus Sandhausen mitteilen, werden dort nur Fans eingelassen, die mindestens neutral oder in den Heimvereinsfarben gekleidet sind. Soll heißen, wenn noch FCK-Fans kommen wollen, die Tageskassen öffnen 2 Stunden vor Anpfiff, dann bitte neutral gekleidet. Außerdem gibt es diverse Hinweise zu Zusatzzügen und Shuttlebussen, die bei uns und auf der Homepage der Gäste bzw. der Heimmannschaft abzufragen sind. Der Schiedsrichter ist mir noch nicht bekannt gegeben worden. Danach spielen wir in Köln, Stand jetzt 2.200 Tickets. Da gibt es noch einige Tickets zu vergeben. Dann Pokalspiel, 15.000 Tickets bis jetzt abgesetzt. Wir werden im Zuge des Spiels auch noch diverse Aktionen bekannt geben. Wir haben, da freue ich mich sehr drüber, die Zustimmung der Hertha bekommen, dass wir das Spiel ganz ins Zeichen unserer Betze-Engel setzen können. Also sehr viele Aktionen ganz rund um den wohltätigen Zweck für dieses Spiel fahren. Für Samstag bis jetzt, was den Kader angeht, neben den längerfristigen Ausfällen Bunyaku, Zellner, den beiden Jungs, die noch im Aufbautraining sind, Torrejon und Alushi, sowie Mimoun Azouak, fallen auch Kevin Stöger mit einem Nasenbeinbruch, wird heute operiert für diese Partie aus, wird dann nächste Woche wahrscheinlich wieder ins Training einsteigen. Und wie wir schon rumgeschickt haben, auch Florian Riedel, der operiert wurde an der Schulter, der auch ausfallen wird. Die Länderspielreisenden sind soweit gesund zurückgekommen. Alex Ring, Fortunis und auch Ruben Jensen. Und Simon Zoller, der gestern das Training kurz vor Schluss abbrechen musste mit Knieproblemen. Da werden wir alles unternehmen, dass der uns am Samstag zur Verfügung steht. Das ist bis jetzt noch nicht absehbar, ob das hinhaut oder nicht. Mit mir hier oben unser stellvertretender Captain, Markus Kahl. Markus, eine sehr, sehr gute Stimmung, muss man sagen. Auch so ein bisschen dem kämpferischen 2-2 geschuldet, in Unterzahl. Beschreibt mal ein bisschen, wie es diese Woche im Training zuging, was das Besondere vielleicht ist und natürlich auch, wie ihr den traditionellen Herbstwetterumschwung wahrnehmt. Da fange ich gerade mit dem Wetter an, ist ja jetzt komplett umgeschlagen, aber ich glaube, zum Fußballspielen ist optimal. Alle freuen sich drauf, wir hoffen natürlich auch, dass wir am Wochenende vielleicht zwar Wetter haben, aber ich glaube, über 20 Grad wird es nicht werden und wir werden uns dementsprechend auch freuen auf das Spiel. Die Stimmung war wirklich sehr gut, man merkt wirklich so Gelöstheit. Ist einfach so bei jedem Einzelnen, es macht dann wieder Spaß. Die Jungs gehen gerne ins Training, wir haben sehr gute Einheiten hinter uns, haben auch viel Spaß, aber trotzdem immer in den Aufgaben, was Olli auch sehr wichtig ist, dass wir die nötige Ernsthaftigkeit und Konsequenz dann, wenn es wichtig ist, an den Tag legen. Und von dem her sind wir sehr gut vorbereitet für Samstag. Wie erwartest du Sandhausen? Hast du dir die mal angeschaut in den letzten Partien? Also ich freue mich natürlich erstmal wieder, dass so viele Leute mitkommen und dass es wieder Heimspiel wird für uns, also stimmungstechnisch zumindest. Und ich glaube, dass die auf jeden Fall gereifte Mannschaft ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Die sind, glaube ich, alle sehr glücklich, dass sie noch drin geblieben sind in der Liga, obwohl sie eigentlich sportlich abgestiegen wären. Die werden natürlich kämpfen, rennen, tun. Jede Mannschaft, die gegen uns spielt, für die ist es ein Highlight-Spiel. Und wir müssen den Kampf einfach annehmen. Und dann wollen wir natürlich auch versuchen, die 3 Punkte da mitzunehmen. Jetzt mit unserem Cheftrainer Oliver Schäfer. Und da ich vorhin schon den Kaderzustand soweit gemacht habe, übergeben wir jetzt direkt an das Geburtstagskind mit der ersten Frage. Aber ihr habt 9 Verletzte im Augenblick, also oder Leute die, wie Idrisun und Dick, die ja nicht wegen ihrer roten Karte dabei sind. Da muss man ja eine Mannschaft völlig umkrempeln. Liege ich da richtig, oder? Ja, also umkrempeln muss ich die Mannschaft ja nur, wenn es sich bestätigt, dass er am Wochenende nicht spielen kann. Ich meine, wir haben ein paar Rotgesperrte, 2 Stück und 2, 3 Verletzte. Jetzt ist Simon Zoller gestern noch dazugekommen, wobei wir den, das kann ich jetzt hier an der Stelle mal sagen, also es war heute eigentlich eher
eine Maßnahme, dass wir ihn rausgenommen haben, um einfach den Heilungsprozess schneller voranzutreiben. Das sieht aber bis jetzt sehr gut aus und ich bin guter Dinge, dass er am Wochenende auch spielen kann.